Yo, wunderschönen guten Tag, meine Sprühlingsspritzer, Cronies hier am Start und yo, Mann, ja, wir machen hier am Samstagabend auf jeden Fall ein geschmeidiges Case-Opening. Eigentlich wollte ich was anderes vorbereiten, das kommt dann aber halb morgen, weil ich jetzt nachher noch ins Kino gehe und danach eventuell noch ein bisschen in den Club was Kleines trinken, ein bisschen Leitungswasser mit Sprudel. Und mit dabei haben wir hier den Exi. Yo, was geht ab, Freunde? Wir ballern heute ein paar Glove-Cases auf, kam auf jeden Fall schon lange nicht mehr und wir haben auch noch nie Handschuhe gezogen, deswegen auf jeden Fall sowieso mal ein Goal, was ich gerne erreichen würde, einfach mal selber Handschuhe ziehen. Wäre eine absolut leckere Nummer, vor allem diese Sport-Gloves gefallen mir echt gut, diese grünen und orangenen finde ich absolut sexuell, würde ich gerne auf jeden Fall haben. Eventuell tausche ich die auch, lasst mal ein Like da, wenn ihr wollt, dass ich aufnehme, wie ich mir die Handschuhe ertausche. Gucken wir mal, entweder, ich glaube nicht, dass es die auf Trading-Seiten gibt, deswegen müssen wir wahrscheinlich auf das gut alte Reddit oder CSGO Launch oder sowas zurückgreifen. Oh Mann, der blaue Samenregen ist auf jeden Fall am Start. Alter, du hast aber auch heute ordentlich hier Redebedarf, ne? Du findest auch keinen Punkt gekommen, also richtig hier am Durchbruch, ja. Der Crowdy. Oh, lecker Schmecker! Das ja, groß. Ich muss Maxi heute ein bisschen Platz lassen. Auf jeden Fall gehen wir nachher ins Kino. Der Film heißt Split, ist so ein richtiger Psychofilm. Finde ich absolut nicht geil. Ich hasse Horrorfilme, ich hasse Psychofilme, aber ja gut, da muss man jetzt halt mal durch. Danach, wie gesagt, noch ein bisschen was trinken. Schreibt immer in die Kommentare, ob ihr sagt, Horrorfilme, wow, geil, feiere ich über alles. Oder ob ihr sagt, ja, ich bin auch so ein Schisser wie der Crowny. Also keine Ahnung, George und ich, wir sind da die absoluten Überpussys, was sowas angeht. Der Emnik ist natürlich ein knallharter Typ, ja, der trinkt auch einen Liter Wodka, Kaffa. Ich muss sagen, so richtig Horrorfilm, naja, bin ich auch kein Fan von. Ich kann es mir geben, aber es muss nicht sein. Ja, absolut, also, keine Ahnung, eventuell komme ich morgen, das Video morgen könnte komplett gestört sein, weil ich halt total verstört bin durch den Horrorfilm. Das ist hier so ein Film, der Typ hat irgendwie Schizophrenie. Und hat irgendwie 25 verschiedene Persönlichkeiten. Mal ist er so ein kleiner, komplett verstörter Junge in seinem Kopf. Mal ist er irgendein Monster. Mal ist er irgendein Vergewaltiger. Und also richtiges Psycho-Scheiße. Finde ich eigentlich absolut nicht geil, aber ja, wir gucken mal. Wir ich glaube, da bin ich dann auch raus. Bei so richtigen Psychokram, ne. Das ist echt ungeil. Ja. Aber, naja, Karten sind gebucht. Da gehe ich mit dem Vibe auf jeden Fall gleich hin. Ja, ja. Wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß. Ne? Musst du morgen berichten. Ja, werde ich auf jeden Fall. Ob du da heulend aus dem Kino gerannt bist oder knallhart durchgestanden bist. Oh, da war direkt was Rotes am Anfang. Die Buzzkill war da direkt am Anfang. Ja, kann natürlich gut sein, dass ich einfach rausgehe und du sagst, ja, mir war schlecht, Digga. Und weinen gehe. Und dann gehe ich in die Ecke weinen. Könnte natürlich vorkommen, wir hoffen es nicht, aber ja. Ja, ich sehe schon, das ist hier wieder ein sehr, sehr, sehr professionelles Case-Opening. Wir haben wieder richtig gut Profit gemacht. Brutal, Digga. Brutal, brutal gut auf jeden Fall. Naja, Mates, oh, naja. Mann, und ja, für diejenigen, die sich gerne längere Videos wünschen, keine Sorge, ab nächste Woche wird es wieder über die 10-Minuten-Grenze gehen. Dreimal Werbung schalten ist natürlich Pflicht. Nee, Spaß, Kappa. Aber die letzte Zeit hatte ich einfach Bock auf mal ein paar kurze, knackige Videos. Deswegen kommen auch kurze, knackige Videos. Die nächste Woche werden wieder ein paar längere Videos kommen, vor allem auch ein paar Gameplay-Challenges, eventuell Case-Opening-Challenges gegen die Jungs. Ein Play-Inventory werde ich mit dem Giorgio morgen aufnehmen. Also es werden auf jeden Fall die ein oder anderen knackigen Blockbuster auf jeden Fall noch kommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen wunderschönen Sonntagabend und sagt bis Spider-Man. Schlusswort geht natürlich an den Exi. Ja gut, ich weiß auch nicht, was ich an der Stelle sagen soll. Haut rein, Leute. Tschö.